came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu dem Team of the Week 24 Squad Builder. Ich bin Florian und ich werde heute diesen Squad-Builder präsentieren, wie jeden Mittwoch immer. Und wie ihr seht, haben wir im 4-5-1-2 System gespielt. Und wir beginnen gleich mal mit dem Torhüter. Und ich kann schon mal von weggeben, er wird nicht gut bei wegkommen. Kossi Agassa hat so schlecht gehalten. Das ging schon gar nicht mehr. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Er war einfach richtig grottig. Und ich würde ihn euch sowas von nicht empfehlen im Tor. Nee, Alter. Nein. Einfach nein. Der Linksverteidiger war dann ganz solide, er hat ein gutes Pace, gutes Defending, gute Physics und gutes Dribbling. Für einen Linksverteidiger wurde geupgradet auf 71, ich glaube von 64. Geht auf jeden Fall klar und er hat mich eigentlich ganz überzeugt, also man kann nicht schon das spielen. Und der linke Innenverteidiger ist dann auch ein Upgrade, und zwar, wie heißt der, Nicolas Nkulu, ist 1,80 groß, hat 80er Pace. Und 81 Defending, 77 Physics. Geht eigentlich klar für einen Innenverteidiger. Und er hat auch 2 Torvorlagen gegeben. Naja, er hat mich eigentlich ganz überzeugt von sich. Also er hat sich nicht schlecht gespielt. Und er ist auch nicht zu oft rausgerückt. Und er hat mir gut gefallen, wie gesagt. Der andere Innenverteidiger ist dann Papi Mison Gilobaji. Hat keine Torbeteiligung, 4 gelbe Karten. Und ja, ist ein Inform, wie ihr seht, hat mich 21k gekostet. Und er war auch nicht allzu schlecht, also er hat mir früher auch schon in einem anderen Team gefallen mit David Luiz, aber und die beiden haben mich eigentlich auch ganz überzeugt von sich, kann ich mich nicht beschweren. Und der Rechtsverteidiger ist dann Caceres Inform, er hat mich 26k gekostet, hat keine Torbeteiligung und eine gelbe Karte, hat immerhin ein 83er Pace, 85 Defending und 80er Physics. Als Rechtsverteidiger eigentlich ganz gut, hat gute Defending-Werte, hat mittelhoch Arbeitsraten, das heißt er ist öfter hinten, da wo er auch sein muss, und hat mir eigentlich keine Sorgen bereitet. Im Gegensatz zum linken Mittelfeldspieler, der war grottig, richtig grottig, genauso wie Agassa, Chris Commons. Er hat mir sowas von nicht gefallen. Er ist so selten zum Schuss gekommen und wenn, dann waren die Schüsse so schwach. Allgemein, das Team ist so abschlussschwach gewesen. Ich habe so wenig Tore erzielt, deswegen noch 10 Spiele mit allen. Dazu bin ich jetzt noch nicht weiter drauf eingegangen. 10 Spiele mit allen, weil ich halt so wenig Tore erzielt habe. Ihr werdet das sehen. Oh, er hat eine Vorlage gegeben. Das mir nur. Ach, nee, das macht es nicht besser. Also wirklich, also ich würde ihn euch nicht empfehlen. Vielleicht ist irgendein Stürmer, aber auch dann würde ich ihn euch wirklich nicht empfehlen. Gehen wir weiter mit dem linken ZM und der ist ebenfalls im aktuellen Team of the Week und heißt Rabiot. Er hat mir eigentlich ganz gut gefallen als ZM. Vielleicht kann man ihn als 10er spielen, muss man selber wissen, und ob man das so investieren will, die 121k, muss man auch selber wissen. Ich bin jetzt gerade hier sowieso am Verzweifeln, weil mich das Team erstens so abgefuckt hat. Das hat mir wirklich gar nicht gefallen und jetzt sind auch noch Special Packs rausgekommen, das heißt, ich werde die Spieler nur mit Minus los. Das regt mich schon wieder so auf, aber naja, was willst du machen? Also er ist noch einer der wenigen Lichtblicke in dem Team, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber für den Preis ist das eigentlich auch nicht fair, dass man ihn sich kauft. Der zentrale ZM wird dann ebenfalls Silber sein und nicht aus dem aktuellen Team of the Week kommen, sondern Chemie geben für Gilobaji, und das ist Gummi. Und er hat mir eigentlich ganz gut gefallen, vor allem, weil ich mir von ihm nichts erwartet habe. Er hat immer in 3 Vorlagen gegeben, gut mit nach hinten gearbeitet und mehr musste er auch nicht machen und mehr hat er auch nicht gemacht und er war sehr solide. Der linke ZM ist dann aus dem aktuellen Team of the Week, hat eine rote Karte, wie ihr hier seht, und hat nur 2 Tore und eine Vorlage gegeben, ist auch so traurig. Er hat einen so kranken Longshot rausgehauen. Das glaubt man gar nicht, und sonst hat er eigentlich auch nichts weiter geleistet, muss man leider wirklich so sagen. Er hat mir jetzt ZM nicht gefallen. Vielleicht als 10er auffälliger. Seine Freischüsse waren teilweise auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich habe sie nicht reinbekommen. Immer an Pfosten gesetzt oder drüber, und was willst du machen, wa? Der RM ist halt ebenfalls im aktuellen Team of the Week und hat mich auch sowas von gar nicht von sich überzeugt. Ich habe mir so viel von Kandreva erwartet. Auch nur 3 Tore und eine Vorlage in 10 Spielen. Als RM ist er vielleicht auch nicht gut aufgehoben, muss man leider so sagen. Vielleicht als rechter Stürmer, vielleicht dann, da kann er vielleicht wirklich überzeugen. Das muss man wirklich sagen, aber so hat er mir gar nicht gefallen und ach, ich weiß es auch nicht, ob ihr ihn euch kaufen sollt, müsst ihr selber entscheiden, aber als rechten Mittelfeldspieler würde ich euch hier vor allem in der Formation ihn nicht empfehlen. Der Stürmer ist dann der einzige Lichtblick gewesen, er ist kein Man of the Match oder so, er ist der Chemiegeber für Collins, und zwar Gary Mackay-Steven, hat immerhin in 10 Spielen 7 Tore, hat 5 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, ist Linksfuß.
hat ein 86er Pace und 80er Dribbling. Er hat wirklich, man kann mit ihm richtig gut die Skills ausführen, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Er kann so gut dribbeln und er hat dann auch einige Tore reingemacht. Ich habe auch einige Skill-Runs in Anführungszeichen gemacht mit ihm, die auch klar gingen und das Team würde ich euch wirklich nicht empfehlen. Ich denke mal, ihr merkt es auch, wie ich kommentiere, richtig angepisst. Und das kommt auch allein vom Team, weil es hat mich einfach sowas von gar nicht von sich überzeugt. Ah, nee. Also ich würde es euch an eurer Stelle nicht kaufen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch etwas Neues mit einblenden, und zwar kurz bevor die Tore kommen, eine Rangliste, wo ich die Teams einordnen werde, wie sie mir gefallen haben. Und das Team wird hundertprozentig ganz weit unten stehen. Wirklich keine Kaufempfehlung von mir. Vielleicht liegt es auch einfach an der Formation, wie ich sie gespielt habe. Oder keine Ahnung. Vielleicht liegt es einfach auch in meiner Spielweise. Vielleicht sind es einfach nicht meine Spieler. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, von mir gibt es, wie schon so oft gesagt, keine Kaufempfehlung. Aber naja, was will man machen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut in den Kommentare weitere Squad-Wünsche etc. Und lasst am besten noch ein Like da, das würde mich freuen. Und viel Spaß beim Sehen. Haut ab. We held, we lost, we seek, but all we have is now. To breathe new life into the love we live without. We turn into something more than skin and bone. Yeah, it's a feeling that we can't forget. Go on, shake it up and take me home. The silver lining shows wherever spray.